Willkommen zurück. Und es geht gleich weiter. Brutalanda. Man erzählt es sich bei bisweilen, dass die Erbauer dieser Städte unsere Ahnen dieses Spiel in grauer Vorzeit überliefert hätten. Was ich jetzt aber nicht glaube. Du benötigst noch einen Prismenschlitter, nicht wahr? Brutalanda. Die Teilnahme am Luftsport Deluxe kostet 40 Bären. Nimmst du teil? Na klar. Das sind ja nur 40 Bären. Hahaha. Los hier entlang. Lass uns anfangen. Okay. Das Spiel schwimmen wir und schwefeln so viel. Die Shoshone greifen dann schon wieder. Zwei auf okay. Was ist das denn? Okay. Mit wem wohl? Mit wem? Da geht noch nicht. Staubtor. Mein Lieblings-Pokémon. Oder habe ich noch ein anderes? Nee. Staubtor. Einfach mal abgetan, das Zeug. Was soll denn das denn? Ich könnte ja eigentlich einfach durchfliegen, aber egal. Oh Gott. Ich muss nein, schon fertig. 4600. Ha, 14.000. Ja, Bonusfassung. Ja, ha, wegen 600 Bären. 600 Pünken bekommt 300 Bären. Hey, da hinten steigen sie Rayquaza. Ein Paprika. Nee, okay. Du verstehst dein Handwerk. Hut ab. Jetzt hast du dir den Prismensplitter wirklich verdient. Yay! Prismensplitter erhalten. Wenn ich hier Wache halte, dann mache ich mir so meine Gedanken. Es kommt bei den Spielen nicht auf die Kraft der Pokémon, sondern auf das gewisse Etwas an. Wenn ich mir dich so anschaue, dann scheinst du zu verstehen, was ich damit meine. Halte du, es ist nicht mehr weit bis zum Himmelsgarten. Jetzt da du mein Spiel gemeistert hast, sprich mit Bapunga, um jenseits dieser Ruinen zu gelangen. Brutalanda ist jetzt im Freien. Yay! Und ja! Und nochmal yay! Okay, die Papuganda. Weiter zur nächsten Zone, ja. Also zum Himmelsgarten. Ich muss mit Schämen sprechen. Schämen!
wollte gerade noch so übertrieben schimmeln sagen, aber okay. Was sagst du? Du hast dich dein Trainierliege gelassen. Auf dich, ich war das. Der Himmelskarte befindet sich über der Steinzone. Geh nun und triff dich dort mit mir. Nein, ich treffe mich zuerst mit Schimmel. Oh, Lubella. Du kommst aus der Steinzone zu uns? Wir haben schon lange keine Besucher mehr von außerhalb. Ich weiß zwar nicht, wie es sich in den übrigen Zonen verhält, aber im Pokepark gibt es doch allerlei wundersame Dinge. Nicht wahr? Ich habe einst in der Strandzone etwas ganz Tolles gewonnen. Oh, du bist hier, um Mew zu treffen. Wenn dem so ist, solltest du einmal mit Shaman sprechen. Sprechen. Ich sollte mit Shaman sprechen. Okay, dann gehe ich eben mit Shaman sprechen. Lucario. Du scheinst im Zentrum große Umwälzungen zu entstehen. Du scheinst im Zentrum großer Umwälzungen zu stehen. Willst du einen Wettstreit austragen? Ich möchte deine Stärke testen. Lass uns Fang spielen. Du willst meine Stärke testen, indem wir Fang spielen? Okay. Worauf warten wir eigentlich noch? Ob du mir wohl folgen kannst? Natürlich kann ich dir folgen. Meine Sprinttechnik ist voll. Ja, genau. Schieß mir doch voll ins Gesicht. Mit deiner Aura-Bälle. Ja. Du bist gut. Ich möchte gerne erfahren, wie es mit dir weitergeht. Und sie macht mich sehen. Lucario ist jetzt ein Freund. Yay. Gut, wir sehen ja, kennen schon. Da, Folgende. Du bist von weit her gekommen und hast die Ruinen hinter dir gelassen. Ich bin in dieser Zone geboren und aufgewachsen. Hey, möchtest du mit mir Fang spielen? Okay. Schön, mit dem zu spielen, der so von so weit herkommt. Also eigentlich ist das ja nicht weit, aber okay. Hier ist schon wieder so ein Teddy Ursa. Ein Teddy Ursa. Okay, nee, okay. Ich höre auf. Du bist echt gut. Lass uns Freunde sein. Nein, du bist jetzt am Freund. Yay. Lubella. Obwohl uns hier im Pokepark einst jemand wieder auf dem Weg der Eintracht geführt hat, ereignen sich in letzter Zeit erneut Erdstöße und es scheint etwas in der Luft zu liegen. Was geht hier im Pokepark nur vor sich? Das habe ich keine Ahnung. Doch, eigentlich schon, aber ich sage ja nichts. Ja, ich wollte eigentlich gar nicht mehr mit dir reden, aber okay. Stimmt, dich kenne ich schon. Schon gut, tschüss. Ich will kein Ratespiel. Ah, Entschuldigung. Ach, da ist Shaman. Oh, wir haben... Nein, warte. Oh, wir haben hier nicht oft Besuch. Aus anderen Zonen. Wie bitte? Ob es sich hierbei um den Himmelsgarten handelt? Nein. Dann liegst du aber falsch. Dies hier ist die Blumenzone. Der Himmelsgarten ist noch viel höher gelegen als diese Zone. Ich würde dich ja gern hinführen, aber das geht im Moment leider nicht. Der Podestspiegel ist verschwunden. Ohne ihn ist es unmöglich, den Himmelsgarten ausfindig zu machen. Ja, ich weiß. Ich weiß das sogar sehr genau. Sehr gut. Sehr gut. Infolge eines heftigen Erdstoßes fiel der Spiegel vom Podest hinab und ist seitdem verschollen. Wir alle waren sehr bestürzt, zumal Rayquaza nicht zugegen war. Wärst du vielleicht so nett, den Spiegel zu suchen? Er ist in Richtung des Turmes mit dem großen Baum hinabgefallen. Ja, aber du erstmal, wie ich da mit Draco kann. Ja, Draco. Du hast von weit her gekommen, nicht wahr? Du bist von weit her gekommen, nicht wahr? Stark siehst du aus. Wie wäre es mit deinem Wettstreit? Lass uns Fang spielen.
Wieso wollen jetzt alle Fallen spielen? Nun, wollen wir anfangen? Ja, okay. Aber wehe, du bist die ganze Zeit da oben irgendwo. Komm runter. Komm herunter. Braucht ihr nur so lange, weil der Dörfer da oben blieb. Mensch. Klasse, lass uns Freunde fahren. Ruf mich, wenn du willst, meine Hilfe beim Spiel brauchst. Das nächste Fangen werde ich aber gewinnen. Ich gehe jetzt nämlich trainieren. Okay, mach du das. Dracoran ist jetzt am Freien. Toll. Finde ich wirklich ganz, ganz toll. Danke, danke. Panik, Zippeli, Metroid, Kasa, endlos Vergnügen über den Wolken. Teilnahmegebiet, 5 PM. Über den Wolken. Muss das nehmen? Ist da Knospi? Ja. Hoppelo, du bist nicht von hier, stimmt? Wir haben hier nur selten Besuch. Richtig niedlich bist du mit deinen roten Wangen. Lass uns Freunde sein. Okay, ich hab rote Wangen und dann würden wir doch gleich mal Freunde. Du bist nicht von hier, oder? Ein Schweif ist seltsam, hat sich seltsam gebracht. Magst du mein Freund sein? Okay, und ich brauche anscheinend auch nur einen seltsam gefundenen Schweif. Dann ist das auch schon okay. Hilf Zeppelin halt. Ja. Und da hinten gibt es ja Blumenstrauß. Darum werde ich den jetzt einfach nehmen und jemanden geben. Aha, ich habe Blumenstrauß. Okay. Nein, dir nicht. Du frisst nur auf. Na, 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 ich weiß jetzt nicht, ob das schon etwas hilft, aber ja. Wo ist das? Bleib hier! Okay. Bist du ein Blumenstrauß? Ja, okay. Dann suche ich ihn zuerst. Der Spiegel! Mensch! Der Spiegel! Wo ist der Spiegel? Ja, genau. Ja, vielleicht sollte ich hier mal schauen. Prüfen, ein Podest, aber irgendwas fällt hier. Natürlich der Spiegel. Weiß ja nicht, wo der. Wo der trifft. Und liegt also da. Anscheinend. Da. Achso, hier. Hier irgendwo. Da. Nein, doch. Wahrscheinlich irgendwo da. Genau da. Da. Ich will nichts mehr wissen. Oder ist er ganz runter? Ich glaube, der ist ganz runter. Hey du, wir müssen mal kurz runterfliegen. Ja, ich weiß. Ja. Zum Treffpunkt, aber erst in der nächsten Folge. Bis dann.